Und damit ein ganz herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Farming Valley. Mit dem Kirsch. So, wie man sehen, Julef baut unser Kaffee. Yes, er baut unser Kaffee. So, gucken wir erstmal kurz nach unseren Tieren hier. Nicht wahr? Mr. Frankie Langy. Ja, hast noch? Small. Gut, nachgelegt. Du darfst dann wieder essen gehen. Ach du Heil, die sind ja verfressen hier. Holy shit. Gib deine Milch. So, diesmal werde ich euch, diesmal werde ich sie auch verkaufen. Nö. So. Gut. Und jetzt ab noch ein paar zu holen. Mal gucken, was man einfach. Na gut, ich wollte eigentlich nur Tomaten holen. Wo ist unser Spielsüchtiger? Ja, wo ist sie denn? Definitiv unten. Warum, dass der überhaupt jetzt offen hat. Das wäre noch cool gewesen, wenn dann sozusagen die Türen zu gewesen wären. Ah, du bist schon wieder hier unten in der Spielhölle. Shop. Und zwar, ich würde gerne Tomaten nehmen. Ach, weil die ersten, die brauchen 10. Aber wenn die dann gewachsen sind, tun die ja alle 2 bis 3 Tage neue bringen. Das heißt, wir müssten jetzt ein bisschen was investieren. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay. Denn wir brauchen ja noch den. Okay. Hier brauchen wir dann auch ein paar Sachen. Davon brauchen wir 2 später. Verdammt. Okay. Jetzt machen wir uns erstmal ein riesiges Feld. Tomatenfeld. Und dann können wir erst nächste Woche Donnerstag damit Ernten beginnen. Holy Macaroni. So, wie viele kriegen wir hin? So viele Streifen müssen wir machen. Und wir müssen halt dreist und machen das halt erstmal hier lang. Drei, eins, zwei, drei. Und das wird bestimmt so kommen, dass wir noch unsere reparieren gehen müssen und eine neue nehmen müssen zum Arbeiten. Und ich vergesse noch, spiel das nur bis um 4 auf. Also entscheidet sich schnell, ob du kaputt gehst. Ein bisschen Stein hätten wir noch. Ach, ich mach's gleich mal. Sonst stehe ich ja dann wieder da und sage. Muss nicht sein. Entsteht schön in Ruhe. Wir sind nicht auf der Flucht. Oh, da geht das jetzt. Chat. Okay, das kann man erst in 2 Tagen reparieren. Das heißt, wir müssen einen neuen holen. Müssen wir mal das investieren. Das nützt nichts. Ja. Würde sich rauslassen. Wir kriegen die ja nicht mal auf 100 hoch. Bei aller Liebe. Nein. Okay, wenn das Kaffee fertig ist, müssen wir das Kaffee plündern. So. Einmal. Zweimal. Dreimal, jetzt juckt die Nase, das ist nicht gut. Das heißt, man muss bald niesen. Noch 15, das wird platztechnisch eng. Waren das hier vorne Automaten? Ja, nee, das waren Onions.
Eins, zwei, boom. Sechs, ich krieg auch noch mal hier runter. Und Mittwoch können wir uns unsere Axt endlich holen. Ha. Okay, so. Tomaten. Hey. Okay, 1, 2, 3. Einfach bloß mal. So. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hoffentlich hält die jetzt noch so lange durch. Ja, ich sehe gerade, ich kriege Hunger. Erstmal ein paar Bären. Und sonst komme ich ja gar nicht voran. Das kann jetzt, weil ich hier so oft gesprintet bin und halt auch die Felder bei, geht guten Hunger rein. Ist ja halt normal bei einer schweren Arbeit. Oh, das ist ein riesiges Tomatenfeld. Tomaten, überall noch Tomaten. Man könnte meinen, ich bin tomatensüchtig. Ja? Die einen so, die anderen so, nicht tomatensüchtig. Und das wird eine schöne Aufgabe, die immer zu wässern. Jo, nein. Da brauchen wir bald sogar noch ein eigenes Wasserreservoir. Au revoir, Reservoir. Hey, 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 hey. Na, ist klar, die kriegen wir. Jump. Ja, okay, so viel brauchen wir jetzt auch nicht mehr essen. Wir sind jetzt theoretisch gesehen nur noch alles so gewässert. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendeinen Sprinkler gibt. Wenn ja, könnt ihr mir auch hier in die Kommentare schreiben. Was kann man jetzt wieder essen? Wir könnten wieder alles klar, erstmal mal zwei Stückchen oder noch eins. Ja, eigentlich brauchen wir gar nichts. Das einzige, was wir machen müssen, ist noch unser Zeug hier fertigen und noch was trinken. So, und jetzt können wir uns wieder schlafen legen. Mal gucken, ob das klappt mit dem Hunger. Ich bin gespannt. Hat geklappt. Jetzt alles wässern. Bauen wir natürlich nicht sowas nur an. Nein, ich renne jetzt nicht. Das täuscht nur hier. Gerade. Oh. Geld. Potenzielles Geld. Gut, ah, kann man sich sogar essen. Na, 04 noch. Ah, Mann. So. Und wieder nachfüllen. Ein riesiges Tomatenfeld. Das geht ja richtig böse ins Essen. Okay, hoffentlich ist es bald unter. Kaffee.
Weil da können wir uns lieber so eine Lunchbox holen. Ach, ich habe alles klar, weil ich zu wenig gegessen habe. Das ist natürlich noch ein Leidnis für ein paar Sekunden. Oh ja, unser Kuchen da. Okay, bei manchen, die werden gleich wieder zerstört. Auf jeden Fall haben wir Kuh verzehrt. Dadurch. So, den können wir sogar selber essen, aber es hat bei uns nichts zu tun. Ach Julius, du brauchst bitte eine gefühlte Ewigkeit. Hallo Frankie. Danke Frankie. Ein Ei. Ein smalles Ei. Können wir den einfach suchen? Shop. Nein, wir müssen unser Geld sparen für... In Immersive Engineering haben wir, dass wir uns dann Holzkohle zu Treated Oil machen können und dann unser Holz damit bearbeiten können. Dankeschön. Zapfstelle. Und ja. Was seid denn ihr für Vielfräser? Okay, das ist Sommer, dann isst man zwar viel, aber... Holy shit! Why? Warum so viel? Ein Tag. So, mal gucken, was könntest du uns noch verkaufen. Okay, wir können hier die Bürste holen, wir können eine Schere holen. Erze, Blastbricks, das brauchen wir später dann für Stahl herstellen. Da brauchen wir 29.000. Drawer Collector, Compacting Drawer. Da können wir unsere Golden Nuggets reintun. 25.000 für Machine Casing für von Refined Storage. Holy Macaroni. Nö. Aktuell nö, weil so viel Geld haben wir nicht zur Verfügung. Und dann können wir morgen endlich hier rum äxten oder alles mal. Ah, immer noch nicht fertig. Immer noch nicht fertig. Das macht mich fertig. So. Die können weg. Das Ei kann weg. Das kann weg. So. Mal gucken, ob wir unsere 2,5 für morgen zusammenbekommen. Haben wir jetzt alles gemacht. Wir haben gewässert. Ja, da vorne, das muss klein werden. Und das ist ein riesiges Tomatenfeld. Es gibt wirklich keinen Sprinkler. Sprinkler Harvest Festival. Okay, da müssen wir mal gucken. Wo wir den bekommen. Vielleicht bekommen wir den im Café. Ich habe den nämlich noch nirgendwo gesehen. Und bei der Haupt glaube ich nicht, dass wir die bekommen. Ist mir schon klar. Gucken wir nochmal bei unserer Spielerin. Okay, das ist auch eine Variante, sich einen Tisch zu bauen. Sieht auch nicht schlecht aus. Toter Busch. Okay. Komm. Schöpfen.
Können hier Brot kaufen, Schokolade, was sind das? Cooking Oil, Reisbälle, Salz, das haben wir ja schon angeguckt. Psy, Chisel and Bits, Multimeter, also hier nicht so. Und du bist ja unser, Entschuldigung, unser Glücksspiel-Heini. Von 1 bis 10 hat er nur auf. Holy shit. Und ich habe ihn gehauen. Ich fühle mich so nicht schlecht. Wo ist denn die hin überhaupt? Sie ist verschollen. Schau mal, sie bringt was Schönes mit. Aus dem Spielen. Mit Spannung und Schokolade. Ach, ich dachte schon, Julef ist fertig. Nein. Okay. So, und dann würde ich das mal an der Stelle sagen. Danke fürs Zuschauen. Hat euch gefallen. Kommentiert, abonniert, liked. Ansonsten habe ich es vollkommen euch lassen. In dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.